Sprechzeit kämpfen wir jetzt wieder für die Zuschauer. Aschot Torosyan aus Hürth hat unsere Sprechzeitautorin Anke Bruns dringend um Hilfe gebeten. Der 18-Jährige kommt aus Armenien und lebt seit 6 Jahren mit seiner Mutter und seinem Stiefvater hier in Hürth. Er würde gerne deutscher Staatsbürger werden, müsste dafür aber aus der armenischen Staatsbürgerschaft entlassen werden. Doch die Armenier weigern sich, das zu tun. Seit Monaten sucht die Familie verzweifelt nach einer Lösung. Und jetzt hat auch noch die Ausländerbehörde im Rhein-Erft-Kreis entschieden, Aschot soll abgeschoben werden. Aschot Torosyan kommt von der Schule nach Hause. Der 18-jährige gebürtige Armenier geht auf ein Berufskolleg. Er möchte gerne Krankenpfleger werden. Seit 6 Jahren lebt Aschot in Hürth mit seiner Mutter und mit seinem deutschen Stiefvater. Die Familie fühlt sich hier sehr wohl. Doch jetzt teilte die Ausländerbehörde im Rhein-Erft-Kreis Aschot plötzlich mit, dass er Deutschland verlassen muss. Innerhalb von 30 Tagen. Aschot, was hast du empfunden, als du erfahren hast, dass du Deutschland verlassen musst? Ich habe zuerst mal nicht richtig verstanden, was das ist. Als wir nach Hause kamen, habe ich dann erst verstanden. Dann war ich richtig traurig zuerst mal. Ich bin tot. Ich fühle nichts. Ich weiß es nicht. Ich stehe im Stress, weil es das Einzige, was ich habe. Inessa Mika ist Pianistin und stammt aus Armenien. Dort hat sie ihren Sohn alleine großgezogen. Vor 7 Jahren hat sie dann ihren heutigen Mann geheiratet. Er stammt aus Hürth. Inessa Mika ist zu ihm gezogen und hat ihren Sohn nachgeholt. Damals war Aschot 12 Jahre alt. Bis heute ist er armenischer Staatsbürger. So will es das Gesetz. Aber Armenien ist für ihn weit weg. Hier. Wir schauen uns Fotos aus seiner Kindheit an. Für Aschot sind das Bilder aus einem anderen Leben. Hast du noch viele Erinnerungen an Armenien? Nein, fast gar nichts. Nee? Mm-mm. Auch nicht, wenn du dir so die Bilder jetzt hier anguckst? Nein. Hier ist meine Familie. Hier fühle ich mich wohler. Aschots armenischer Pass ist im März abgelaufen. Er hat schon lange die Zusage, dass er deutscher Staatsbürger werden kann, wenn er die armenische Staatsbürgerschaft verliert. Aber die Armenier lassen ihn nicht gehen. Warum nicht? Ja, die meinten, ich soll zum Armee gehen. Ab 18. Lebensjahr. Bei uns ist das Wehrdienstpflicht. Und hast du das irgendwie schriftlich gekriegt? Nein, haben wir nicht gekriegt. Die wollten das nicht geben. Inessa Mika hat schon vor einiger Zeit einen Anwalt beauftragt, ihnen zu helfen. Der habe damals gesagt, es gebe überhaupt keine Probleme. Jetzt muss Aschot gehen, in ein Land, das er kaum kennt. Ich weiß nicht, wie das so ist. Da. Ich habe die Sprache schon vergessen, kann kaum lesen, gar nicht schreiben. Ich treffe mich mit Sönke Leupold. Er ist der neue Anwalt von Aschot Torosyan. Seiner Ansicht nach darf die Ausländerbehörde den 18-Jährigen nicht nach Armenien zurückschicken. Es ist nicht zumutbar, die Bindung, die er hier hat, abzubrechen. Unter Umständen so, dass er die gar nicht wieder aufnehmen kann, um in ein Land zu gehen, was ihm fremd ist, dessen Sprache er nicht spricht und in dem es auch keine Familie gibt. Gemeinsam mit Mutter und Sohn habe ich einen Termin in der Ausländerbehörde im Kreishaus Bergheim. Der zuständige Dezernent erklärt uns, Aschot dürfe bleiben, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Grundsätzlich ist es eben so, dass wir vom Heimatland was Schriftliches brauchen. Oder es muss eben nachgewiesen werden, dass man sich darum bemüht hat. Mehrfach hätten seine Mitarbeiter Aschots ersten Anwalt um Informationen gebeten, wann Aschot bei den armenischen Behörden war, ohne Erfolg. Also hätten sie die Abschiebung veranlassen müssen. Aber wenn sie uns jetzt schnellstmöglich dann die Unterlagen über ihren Rechtsanwalt auch zukommen lassen, dann steht ihrer gemeinsamen Zukunft in der Bundesrepublik also auch nichts im Wege, sondern dann werden sie deutscher Staatsangehöriger, so wie ich auch und so wie sie auch. Und, wie fühlt sich das an? Gut, wenn ich das höre. Ja? Ja. Für Sie auch? Danke. Als wir das Kreishaus verlassen, strahlen die beiden noch immer. Nachdem wir gesprochen haben, geht es mir sehr gut. Ich freue mich richtig. Ja? Ja. Und wie geht's Ihnen? Ich bin richtig happy. Ein großer Stein von meinem Herz. Apropos Herz. Aschots Stiefvater kommt überraschend um die Ecke. Wolfgang Mika ist von einer Dienstreise aus direkt zum Kreishaus gefahren. Er ist ebenfalls sehr erleichtert, als er hört, dass seine Familie wohl auch in Zukunft in Hürth zusammenleben kann. Ach, schön.